Eins. Es passiert nicht. Und nichts passiert. Das lassen wir drin, das lassen wir drinnen. Ja. Okay, drei. Nein, lustig, wir sind zurück. Ja, mit Portal. Nehmen wir gerne mit dem Boot. Mit Portal, wer kennt es nicht? Hier ist Portal. Ja, habe ich echt überlegt, was ich machen muss, aber... Da musst du ein Portal schießen. Der Hebel! Ja, ich weiß. Der Hebel. Ich guck das doch an, ich sehe den Hebel und wir müssen drücken. Du bist ein grüner Riese. Hallo, Wasser! Ja. Das ist halt, wenn du jetzt sagst, Wasserverdrängung ist kompliziert, dann hast du noch nie gebadet, meine Freunde. Das ist korrekt. Das Lösen des Rätsels ist kompliziert, genau. Willst du uns sagen. Lass mich halt raten, du musst den einen anmachen und den unten wieder ausmachen. Weiß ich nicht. Kann sein. Klick. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Nintendo Klick! Das wäre ein besserer Name gewesen. Er checkt halt wirklich nicht. Jetzt hab ich's gecheckt. Ist zu tief. Prinzipiell, ich hab's jetzt auch verstanden. Machst jetzt unten das Ding wieder auf, schiebst dann nachher das Teil wieder rein und dann musst du auf der kleinen Kiste einfach stehen. Ja, prinzipiell habe ich doch recht. Das ist, musst du einfach auf der, musst du, ja, jetzt hast du, wollte gerade sagen, dass du kommst. Finde ich aber schön gemacht, wie dass du hier auch noch stirbst, weil du kommst dann. Ich finde das auch schön, dass er stirbt. Du kannst nicht immer so grausam sein. Das war jetzt, das hast du jetzt aber wieder, das hast du wieder falsch gemacht. Nö. Ich meine schon, oder? Er muss halt nur ein bisschen reinlassen. Richtig. Du bist da doch schon längst durch, Mann! Ich weiß, ich check's nur. Du darfst halt nicht so viel da reinmachen. Ja, jetzt hab ich gecheckt. Stehst du die Wasserverdrängung dahinter, also ich die? Ja. Ich will sie dazu machen, was du. Nee. Hä? Nee, du kommst, also meiner Sicht nach kommst du in der Situation jetzt überhaupt nicht weiter. Nee. Oder? Du hättest nicht so viel Wasser durch. Du hättest nicht so viel Wasser durchlaufen lassen sollen. Ja, aber das ist aber wieder doof, das ist ja nett gemacht, dass du. Dann lass. Ja, wenn du doof bist, musst du halt sterben, selber schuld. Du musst jetzt sterben, ja. Tot. Ja, Mensch. I'm out, motherfucker! Ich war 11 Toten, ey. Aber was jetzt checkst? Hoffentlich. Jetzt müsstest du es wieder zumachen. Lies das Ding! Mach zu! Hör auf! Alles klar! Er drückt den Schalter 50 Mal. Also prinzipiell, unseren bisherigen Erfahrungen mit der Intelligenzquotienten bestätigt das leider sehr gut, ne? Wow! Echt super! Okay, ja. Also der Schalter hat zwei Funktionen. So wie ich, weil ich ja, die prinzipielle Geschichte dahinter ist, links muss das Wasser auch so hoch sein, dass er noch auf die mittlere Plattform kommt. Der Schalter hat zwei Funktionen. Aufmachen und zumachen. Was versucht Schollchen jetzt? Aufzu. Ob vielleicht noch eine dritte Funktion da ist. Was weiß ich denn? Ja, vielleicht funktioniert der Kommando. In der Superposition, wo auf und zu ist. Nein, er muss einen halben A-Knopf drücken. Und Geschwindigkeit für 12 Stunden aufbauen. Stopp, mach ich doch auf! Jetzt so könnte es funktionieren. Nein! Alles klar. Also, das ist halt, warum. Ich würde das beides ein bisschen in der Mitte ist. Ah, warte, Josef, wenn der Zwischen vor dich trete. Das ist ein neues Projekt! Folgt mir auf Twitter. Okay, danke. Ich mache jetzt in jedem Projekt mache ich Werbung. Ich möchte dich mal kurz in der Stille unterbrechen und sagen, nein, du hast es nicht gerafft, du hattest Glück. Du hast das definitiv nicht in dem Moment gerafft, das sieht man leider aus. Machen und hast verkackt. Bitte stirb jetzt und musst den Scheiß nochmal von neu machen.
Wir fangen jetzt wieder von vorne an. Nein. Nein. So ja, es ist auch fair gemacht von dem Spiel. Ich muss halt, ich staune halt immer noch. Das sieht, dafür, dass es 6 Jahre alt ist, sieht es auch so schön aus. Oder? Das ist halt krass. Also ich frage mich, bis er merkt, dass er eigentlich die Kiste runterschieben muss. Ja, muss ich ja nicht. Das würde gehen, wenn ich das Teil. Das Teil war ja da in meinem. Das macht ja. Aber das habe ich ja, also. Der stimmt, der stimmt. Vertraue, ich bin Engineer. Ja, das habe ich gehört. Merkt man! Ja. Bin ich felsenfest von überzeugt. Weißt du gerade so auswählen, zu welcher Lichtquelle er hingehen soll? Oder wie jetzt? Die Musik ist auch ein bisschen wie in Portal. Oh nein. Gleich stirbt er, gleich stirbt er, gleich stirbt er. Du meinst nicht vorhanden? Tot. Ja, nicht vorhanden. Schade. Ja, da ist ja keine Musik. Das ja, doch, es ist. Umgebungsgeräusche. Ja, so Ambient-Musik mäßig. Also Umgebungsgeräusche halt eher. Ja, wenn du im Hintergrund hörst, hörst du so ein ganz leises. Aber es ist ganz, ganz, ganz leise, genauso wie ein Portal. Hey, mein Lieblings-Vaporwave-Song. Es sieht so unglaublich doof aus, was du da machst, aber ich denke, dass die Spielmechanik dahinter wirklich gar nicht du so leicht ist. Also du kannst da nur springen, wie ich das verstanden habe. Ja, also du kannst jetzt nicht nach links oder rechts. Der läuft jetzt dann selber nach links, aber... So wie beim Mario Run halt. Wenn Mario Run nach links läuft. Ja, oder halt nach rechts, ist ja egal. Für Mario Run musst du 10 Euro zahlen. Für Limbo glaube ich auch. Ja, was ist besser? Schreibt es in die Kommentare. Nutzen wir einfach die Infokommentare nun. Oben rechts. Oben rechts das I. Nein. Okay. Also ich will aber. Frage des Tages. Was sagt eigentlich zum neuen YouTube Rewind Video? Nein, das hab ich. Nein. Das hab ich auch nicht vor. Schnauze. Ich will keine Leute mehr sehen, die dabben. Ich finde das gut, ich will keine Leute mehr haben an der Kasse. Ich will nichts mit anderen Leuten zu tun haben. Lasst mich alle in Ruhe. Okay, ich hab zu beiden nichts. Ich will mal wieder ins Spiel kommen. Limbo ist gerade für 10 Euro im Steam. Also ist permanent für 10 Euro im Steam. Also wenn ihr da Interesse dran habt, oder das Spiel ist auf jeden Fall. Das Sale kostet 250. Es gab es eine Zeit lang sogar kostenlos, permanent kostenlos. Ja. Na, auf Steam auch. ja, und Inside, also das Nachfolgespiel Inside, also indirekt Nachfolger, das vom gleichen Entwicklerstudio, was auch mit gleicher Atmosphäre aufbaut. Er konnte sich noch fangen. Ja, dann war ich das Gefühl, habe ich immer so ein. Das ist sehr cool, dass es die Instant Death, so ein Death Trigger ist. Ja. Dass du wirklich eine Zeit lang da spät leben musst oder halt sterben musst. Wie gesagt, das Spiel danach von dem Entwicklerspiel kostet dafür 20 Euro, ist auf jeden Fall auch erwähnenswert, sich das anzugucken, Inside. Also vom Arzt her ist es nochmal eine ganze Ecke besser. Und, es ist besser auf jeden Fall. Also was heißt besser? Es hat halt einfach einen anderen Artstyle, der. Ja, also die Emotionen, es ist noch mehr refined. Und die, was ich bis jetzt gesehen habe vom Spiel, dass die Emotionen mega gut übertragen werden und diese ganze Ambiente. Apropos Indie-Spiel, ein Spiel, welches ich noch durchspielen sollte, ist Cave Story oder Cave Story Plus. Kennt ihr das? Das ist halt, du wirfst halt total Spiele in den Raum, die überhaupt nichts mit dir zu lange zu tun haben, ne? Apropos Indie-Spiele! Leute, Doom! Vor allem auch einfach Earthbound Undertale erwähnt. Doom! Und jetzt kommt was mit dem, was man streitig machen muss. Wie man das Schwert aufbauen kann. Das ist schon ein Zeichen. Also so intervallmäßig. Also so. Ja. Das darf man quasi nicht. Also natürlich zeigt man erst, nicht das machen, was man zeigt natürlich erst, was passiert, wenn man stirbt. War Vorzeige. Spy Fox in das Milchkartell. Und hup. Boah, der war aber perfekt getroffen. Der war aber ganz knapp. Oh, der wird noch geschmilzt. Und da bin ich gestorben, weil ich da runtergefallen. Wow.
Das ist halt der Moment, wollte ich gerade sagen, er hat halt direkt gesprungen, das wollte ich gerade sagen, er wird noch schmelzen. Und dann hat er aber auch Angst gekriegt, dass das Ding jetzt wieder angeht und wollte zurückgehen, aber es hat nicht funktioniert. Haben wir gerade schon gesehen. Recht, zack! Recht, recht, jetzt das war klar. Oh, er ist halt mega unpatient. Bin schlecht. Wartet er jetzt auf das Tier oder wie das hier geht? Wow. Ach so! Fuck, der Fahrt ist vorbei. Hallo!